So, wir spielen heute aber nicht Adventures oder sonst dergleichen, sondern wir spielen heute Devil May Cry 3, Dantes Erwachen oder Dantes Awakening. Das war die Special Edition. Die Special Edition beinhaltet einfach, dass man hier auch noch den Bruder spielen könnte, wie beim zweiten Teil auch eine Bonus-DVD oder CD damals noch, wo man den Bruder spielt, also Virgil, ja, der hier natürlich elementar wichtig ist. Ja, Angriffen und Attacken und alles eigentlich sehr geil, war. So, aber wir schauen mal. Rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Devil May Cry. Das ist das, was ich an Resident Evil immer so geil finde. Okay, jetzt nochmal die Szene. Natürlich wollen wir das jetzt nicht nochmal sehen. Aber die Szene ist halt immer öfter, ne? Es klingelt. Der kleine Kacker kommt raus und dann geht's Attacke los. Ja, sogar die Special Edition, Digi. Weißt du Bescheid? Aber man sieht halt immer noch, dass es halt PlayStation 2 ist, ne? Es ist zwar ein bisschen besser schon als der erste und zweite Teil, aber es ist halt trotzdem noch körnig und ja, es ist halt, es ist auch gestreckt, die Videos. Muss man sagen. Beim ersten und zweiten war es ja nicht so mit den, da waren ja die ganzen Cutscenes und so alles ein bisschen klein gehalten noch. Help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante? Is your name Dante stand? Da siehst du sogar, die Übersetzung ist kacke. Is your name Dante und nicht bist du Dante? Ist dein Name Dante? Wäre die korrekte Übersetzung gewesen. Da muss ich auch mal den Klugscheißer jetzt hier raushängen lassen, meine ich. Richtig. So, nehme ich trotzdem blöd und kann mich trotzdem ein bisschen zurücklehnen. Ja, aber der beste Teil ist immer noch Devil MC. Nee. Du meinst, dass dieser Reboot-Remake-Versuch von Devil May Cry? Nee. War eines mit der schlechtesten Teile. Selbst die Kritiken waren sehr schlecht. Ich fand es auch nicht so krass. Muss ich sagen, da ist Devil May Cry 5 viel, viel, viel krasser und besser gewesen. Und außerdem war er im Devil May Cry, in diesem Remake-Dingsbums, war der halt einfach zu arrogant und alles. Er war klar noch jung und so weiter, aber er war halt einfach arrogant wie Sau. Das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. So, weg mit dem Rotz. This
party's getting crazy. Let's rock. Let's rock. Ich fand ihn aber super. Ja, ist ja gut. Nicht weinen jetzt bitte. Aber den fünften Teil hast du ja auch noch nicht gespielt, ne? Der fünfte Teil war noch richtig geil. Aber jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Der kriegt ja später auch eine Gitarre, was auch sehr witzig war. Ja, wenn der nicht geil ist und cool ist, Alter, dann weiß ich aber auch nicht. Immer. Diese Aktion kann man auch machen. Im Spiel. Das Skateboarden oder wie das hieß. Oder Slime oder sowas. Hört man das Spiel denn gut oder? Dass ich wieder so extrem laut bin. Das spielt natürlich alles vor dem ersten Teil, ja? Also chronologisch ist der erste Teil. Diesen Style während des Kampfes ändern konnte. Da musste man nicht zu den Gollen, zu diesen... Ja, Tatsache, man muss es wirklich auswählen, ja? Schade eigentlich. So, wir nehmen aber den SWAT Master. Auftrag 1. Eine verrückte Gesellschaft, brutale Reaktion auf einen wahnsinnigen Besucher. So, Auftrag beginnt. Das ist immer das gleiche bei Devil May Cry. Man hat immer diesen Auftrag und alles so weiter. Style Action. Achso, Style Action. Okay. So, ersten Rups Up natürlich eingesammelt, ne? So, das war's erstmal. So, je nachdem wann sie Dreieck gedrückt wird, entstehen sich Angriffe. Dreieck, 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 drücken sie in der Luft, Dreieck. So, Viereck, Viereck, Viereck in der Luft, okay. Ah, ihr seht schon die Style-Anzeige, ne? Zielerfassung. So, B haben wir schon. Oh, wir haben sogar schon A. Ja, ne? Ich glaube, das war's. Ja, hier hat man nämlich oben jetzt eine Trickanzeige, wo man halt genau sieht, wie viel Zeit man hat und so weiter, wie man das am besten füllen kann und so weiter. Das kam ja halt erst mit dem dritten Teil dazu. Im ersten und zweiten Teil gab es das noch nicht. Ja, nice. Na, Kalido. Wie gesagt, vergesst nicht, um 22 Uhr geht's. Oh, weiter. Ja, also wie gesagt, der zweite und der erste Teil sind mit einer der Lieblingsteile von mir auf der PlayStation 2 damals. Die habe ich eigentlich sehr gerne gespielt. Ja, und jetzt auf der neuen Generation würde ich fast vermuten Devil May Cry 5, weil man da auch drei verschiedene Charaktere spielen kann und ich finde,
den Virgil-Charakter, also der am Anfang nicht Virgil ist, aber später erfährt man, dass es Virgil ist, also der Bruder. Und da finde ich gut, dass der halt richtig geiler Angriff, ne? So, wir haben sogar ein A bekommen, was eigentlich sehr gut ist. Auftrag wählen. Normal 1, was ist das denn? Ach so. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das mit... Ach nein, Digga, bitte nicht, oder? Ja. So, enge Einstellung. Gibt es irgendwas, was wir kaufen können? Wir haben ja 4000 Ups, Alter. Das ist schon echt heftig. Aber 5000 kostet so ein Blauer. Ja, und die Items sind natürlich immer die gleichen, ne? Lebenskraft, großer Lebenskraft, Teufelsstein können wir noch nicht kaufen, weil wir diese Teufelskraft noch nicht haben. Weihwasser natürlich, blaue Kugeln, gelbe Kugeln und so weiter und so fort, ne? Also, wie gesagt, ist alles im Grunde genau das Gleiche. Hier kann man natürlich dann die Fähigkeiten erlernen mit 2500, hier mit 10.000, 20.000 den Doppelsprung, Drive natürlich, ja. So, Fähigkeit ist natürlich jetzt verfügbar. Schusswaffen kann man natürlich auch wieder verbessern, ne? Also es gibt natürlich immer wieder ein paar Sachen, die man halt machen kann. Aber wir kriegen auf alle Fälle noch richtig geile Waffen. Am meisten freue ich mich auf die Schakos, die wir bei den Cerberus-Gegner bekommen. Die sind richtig nice. Gelb scheint schwerer zu sein. Ja, ich glaube auch, dass Gelb wahrscheinlich das Schwere ist und Goldene sind wahrscheinlich einfach. Aber wir sind ja Devil May Cry Veterane. Daher sollte es gar kein Problem sein. So, rinn in die Kluft und deiner Tagge. Mama mia. So ziehe ich mir auch jeden Morgen die Jacke an. Ja? So mache ich das auch immer. Ich schmeiß mein Schwert hoch. Oh, Gesundheit. Na, das ist aber ein... Na, ist schon mieser, ne? Ich denke nicht. Alles, die Mucke ist einfach mega geil. Geben Sie bestimmte Befehle ein, um wirkungsvolle Spezialtechniken anzuwenden. High Time. Schleudern Sie den Gegner in die Höhe. Drücke eins im linken Stick nach unten und bewegen Sie Dreieck plus Dreieck. Halten Sie Dreieck gedrückt, damit sich auch Ihre Figur in die Luft erhebt. Okay, das können wir natürlich gleich mal machen. Digga, du sollst das nicht immer machen. Oh, Sweetie. Oh, Mann, jetzt hat er mir mein... Jetzt hat er mir mein Dings versaut. So. Arschloch. Ach, diese Kackdinger. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne, auf diese Dinger, weil... Entziehen Sie sich geschickt, geringe Rollen seitwärts, X und Schritt rückwärts, R1 und X, okay. Ich find's natürlich immer blöd. So.
Naja, ein Sweetie haben wir geschafft. Ja, jetzt kommt so ein Teleporter-Sensenmann. Kennen wir natürlich alles. Oh, ein Devil-Stern. Kennen wir natürlich aus. Nee, nicht mit mir, Digga! Na, wer ist der Beste? Hoppala. Oh, okay, da bin ich. Hey! Was? So. Okay. Ihr habt das nicht gesehen, natürlich, ne? Ihr habt das nicht gesehen. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass der wirklich so krass war. Ich dachte eigentlich... Na gut, ich hätte ja auch diesen Stein benutzen können, aber... Boah, das, die Kamera ist natürlich richtig drin, ne? Boah, das gibt's doch nicht, ey. Also, Mann. Ah, die sind nicht sonderlich beeindruckt, ne? Von meinen Kugeln, muss ich sagen. So, wo ist er denn jetzt? Achso, jetzt kommt er das nochmal, okay. So, jetzt kommt dieser Kacker wieder. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Nimm davor was doch auf. Kein Problem. Hä? Okay, da kann ich nicht ausweichen, ne? Ey, er macht es schon wieder, ne? Okay, wenn ich jetzt nicht nochmal sterben will, dann muss ich jetzt wahrscheinlich einen Stein nehmen. Wollte ich eigentlich nicht benutzen für diesen Kack hier am Anfang. Okay, das bringt mir ja noch nicht mal so viel. Sag mal. So. Hey Steffi, Steffi heute mit anderer Farbe, sonst hat sie orange gehabt. Aber diesmal? Alter, Discord geht ja schon wieder fett unter. Ja, jetzt erhebt sich natürlich der Turm von Babylon. Hey Steffi, die muss doch neben dir sitzen, oder? Sitzt sie neben dir? Nee.
Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ihr könnt euch natürlich denken, dass wir an diesen Turm hoch müssen, ganz klar. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Ja, ein riesen Wal oder was das da ist. Ein riesen Zitterwal. Nein, sie schaut in der Spur auf dem Fernseher. Ach, das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, Zeit war natürlich richtig mies. Thank you.